Ihr wisst, dass in Gorleben jetzt wieder viel los ist. Es wollte ein Mädchen noch darüber ein paar Worte sagen. Komm, setz dich her. Nein, nein, komm, komm, brauchst keine Untermalung. In klarer deutscher Prosa hier. Ja, ich wollte euch nur noch allen noch mal sagen, dass es ganz wichtig ist, dass jetzt ganz viele Leute nach Gorleben fahren, weil wir glauben, dass nächste Woche geräumt wird, also Dienstag oder Mittwoch, weil ab Mittwochmorgen der Mastenweg asphaltiert werden kann. Und das ist der Weg zwischen der Bohrstelle 1003 und 1004. Und wenn der Mastenweg asphaltiert ist, dann kann die Mauer, die im Moment um 1003 rum ist, zu 1004 transportiert werden. Das ist so eine bewegliche Mauer. Und dann ist alles vorbei. Also wenn die Mauer mal um das Bohrloch rum ist, dann werden wir den Platz nie mehr wiederkriegen. Und je mehr Leute auf dem Platz sind, wenn geräumt wird, desto besser ist es. Und wenn nächstes Wochenende Leute hinfahren, dann kann es schon zu spät sein. Also die Leute, die noch nach Gorleben fahren wollen, sollen es bitte jetzt bald machen, morgen Abend oder Dienstag früh. Das war eigentlich alles. Hast du es ernst gemeint? Na, sag's mal, du, vielleicht wollen das manche wissen. Ja. Das ist ganz hier in der Nähe. Ich wollte euch jetzt noch schnell das Lied vorsingen, das beginnt mit den Worten: Auf Schovis und Emanzen! Darf ich so reden? Auf Schovis und Emanzen? Nein! Nein? Muss ich doch, lieben Freunde! Denn wir wollen doch Massen mobilisieren und wenn ich die Schovis nicht aufrufe, kommt doch kein Arzt!